Ich war schon Zwangsarbeiter, Bauarbeiter und Schwertransportfahrer. Mein Name ist Dieter, ich bin Leiharbeiter bei Zocker TV und jetzt beim Technischen Hilfswerk. Ja, Moinsinger. Nach langer Abstinenz bin ich endlich wieder im Einsatz, als Einsatzleiter quasi die Karriereleiter hoch. Und der da wie ein Zombie durchs Feld humpelt, das bin ich. Beim Technischen Hilfswerk geht es natürlich um Maschinen, große Maschinen und Kleidung. Lieber eine Warmweste zu viel als ein Torso zu wenig, sage ich immer, dann muss die Straße ordnungsgemäß abgesperrt werden. Könnte ja mal ein Auto vorbeikommen, kommt aber nicht. Gibt ja auch keine Autos, keine einzigen. Und für die auf der Welt nicht vorhandenen Wagen oder Personen muss die Straße natürlich frei bleiben. THW, hier passiert allerlei. THW, wir rollen die Straße frei. Ja. Man sollte denken, dass man beim THW ein Altersheim im Flutgebiet evakuiert, mit dem Boot nach Überlebenden Ausschau hält, Wände nach einer Gasexplosion stützt, Straßen von Steinen räumt, Brücken baut und LKWs aus Häuserwänden zieht. Yeah, THW, hier passiert was. Die Wahrheit ist, man verkeilt ständig. Und dann kommt ein anderer Wagen, um den anderen Wagen zu befreien, der sich auch verkeilt. Und dann kommt ein anderer Wagen, der den anderen Wagen befreien will, der eigentlich den ersten Wagen befreien sollte und verkeilt sich. Geile Keile. Hier wird man ständig Keil geholt. THW, heftige Keilerei. Leider Keil und dabei lassen sich noch nicht einmal alle Fahrzeuge befreien. Alleine die Lenkung ist so präzise wie ein Russe nach einer Sauftour vor dem Schlüsselloch. Schwupps, da verkeilt sich auch schon der erste Wagen in einem Busch. Dieses Strauchwerk ist aber auch in letzter Zeit hart wie Stahlwolle. Und dann kommt der nächste Wagen und verheddert sich im Gestrüpp aus diesem Netz von knallharten Blättern. Und beim nächsten Wagen kann man schon von der Keilsarmee sprechen. Quasi dem Todesurkeil des Einsatzes. Und dann steht man vor dem ganzen Blechhaufen und guckt nicht richtig. Da macht sich doch so ein Fahrzeug selbstständig und rast frontal gegen die Hauswand. Scheiße, Mensch, Egger, ich sitze hier schon wieder fett. Oh Mann, oh nee, ne, Klaus, nicht schon wieder. Warte mal, warte, so, nun soll das wieder. Oh, scheiße. Nee, oh Mann, Egger, ich habe mich schon wieder in dem Hagebuttenbusch verkeilt hier, so ein Scheiß. Hagebutten, my ass. Warte, Klaus, so, du, ach, oh nee, ne, oh scheiße, oh nö, oh jetzt habe ich mich auch wieder verkeilt. Und so fristen die ganzen Fahrzeuge ein bemitleidenswertes Autistendasein und schaukeln die Eier, die Schaufel. Das Problem bei der ganzen Schaukelei, die Fahrer werden somit komplett in den Tiefschlaf gewippt und lassen sich auch nicht mehr wecken. Ja, es ist sogar schon vorgekommen, dass Mütter ihre nicht schlafen wollenden Kinder in den Bagger gelegt haben. Dabei können gerade die Bagger herrliche Stunts. Kein Wunder, wenn man bedenkt, mit was für einer Leichtigkeit die Fahrer ihr Tagewerk vollrichten. Warum leicht, wenn es auch noch leichter geht? Ja, da brennt die Bude leichter loh, würde ich sagen. Aber gerade in der Großstadt mit all ihren nicht fahrenden Autos kann eine Abkürzung den kompletten Einsatz gefährden. Da versinken ganze Cut-Kipper im Boden. LKWs in Häuserwänden. Bis der Bagger die hilflosen Fahrzeuge vergewaltigt und das Ganze an ein Lastkraftporno erinnert, als an einen geordneten Einsatz. Aber wie gesagt, mit ein wenig Leuchtigkeit schleudert man so manchen LKW aufs Dach und zurück auf die Straße. Einfach toll, diese THW-Fahrzeuge. Gar nicht so leicht, sondern eher tonnenschwer sind neuerdings die Autos. Es scheint unter Jugendlichen ein Trend umherzugehen, alle Gegenstände mit Sekundenkleber an den Boden zu tackern. Also da war selbst ich erstaunt, wie gut diese modernen Sekundenkleber wirken. Da bräuchte man fortan kein Fundament mehr. Einfach Straßenlaterne aufstellen und mit Pattex festkleben. Fertig. Und eines muss man meinen Kollegen lassen. Die sind echt standhaft. Die bringt nichts außer Fassung. Da bleiben die knallhart, standfest, unbeugsam stramm, felsenfest und rücken kaum von ihrer Meinung ab. Ganz im Gegensatz zu den Paletten.
Die rücken einen rücklings mal ganz schnell auf die Pelle und machen einen eher verrückt. Aber angesichts ihres Gewichtes bekommt man da keinen Rücken. Die Ladungen sind so federleicht, dass ein Furzi vom Bagger wehen kann. Und dann liegt das Scheißding auf dem Boden und kann nicht mehr aufgehoben werden. Schöne Scheiße. Naja, dann kippt man die Ladung mit der Hand um. Warum wird das Ding überhaupt mit schwerem Gerät abgeladen, wenn ein Fünfjähriger das mit der linken Hand bewegen könnte? Ach ja, dann hätte man ja nicht die geilen blauen Fahrzeuge, mit denen man so präzise arbeiten kann, wie ein Uhrmacher mit Socken über den Händen. Und zusammen sieht das dann aus wie die Arbeit eines Hochstaplers. Da lässt man den Ärger vom Stapel, weil man nicht wusste, dass man Scheiße so hochstapeln kann. Gut, jetzt muss das Ponton in Position gebracht werden. Natürlich sind alle Fahrzeuge beim THW Amphibien, die unter Wasser mit Volldampf ihre Geschwindigkeit beibehalten. Es drängt einem förmlich auf. Was soll man auch Wasser verdrängen, wenn die Physik sich dringend aufgrund solcher Bilder drangsaliert hat? Lediglich zum Luftholen muss der Cut kurz einmal hoch, tief einatmen. Und dann geht es auch schon weiter bei der Suche nach den Überlebenden, die man am besten unter Wasser sucht. Hinak, hast du Überlebende unter Wasser gefunden? Nein, Herr Einsatzleiter, aber wir haben erstaunliche Entdeckungen über das Balzverhalten von Bibern gemacht. Na dann, ein voller Erfolg, unser Einsatz, würde ich sagen. Herr Einsatzleiter, hätten wir nicht lieber das Boot nehmen sollen? Was? Auf welche krummen Ideen kommst du denn? Also diese Ansichten waren mir dann doch suspekt, worauf ich erst einmal Hinaks Schädel näher untersuchen musste, ob da nicht ein paar Synapsen falsch geschaltet wurden. Die THW-Schnellautopsie gab sogleich Aufschluss, statt THW konnte nur THC aufgefunden werden. Und das betraf das gesamte Team. Kein Problem, beim THW sind wir schon so fortschrittlich, dass ich das gesamte neue Team sofort herbeibeamen konnte. Bei näherer Betrachtung haben die aber statt THW eher BSE, wegtreten und wegbeamen. Irgendwie war der Wurm drin und das nicht nur in den Schädeln meiner Crew, auch die Fahrzeuge zeigten Anzeichen von kompletter Tollwut. Zunächst waren es nur kleine Aussetzer. Aber dann später lebensbedrohende Austritte. Dann hat es mich am Ende auch noch erwischt, die THW-Tis. Ich war nicht mehr klar bei Verstand, völlig von Sinnen saß ich in meinem Bagger und dachte, der 183er-Bus wäre meine Bulldogge, die ich den Park ausführe. Komm, Rocky. So, jetzt ruhig, ruhig bleiben. Nicht bockig werden. Ja, so ist richtig. Komm. Ja, komm her. Ja, das machen wir. Schön langsam ein bisschen Vorstand schleifen lassen, ne? Ja, das machen wir, der kleine Bus. Hier, Rocky. Hier ist gut, ne? Hier kannst du mal dein Bein heben, ne? Hier kannst du mal dein Bein heben, ne? So. Oh, herrlich, jetzt komm weiter. Rocky. Ja, nicht bockig werden. Aus, Rocky. Ja, weiter, ne? Und. Oh, nee, was ist das denn? Oh, jetzt stecke ich fest. Hinak, kannst du mich hören? Jupp, bis hin. Ich steck hier schon wieder fest. So, deine Mumme ist erstmal den Rocky befreien, ne? So, hier, jetzt kannst du wieder rumwetzen und dann, Oh nö. Und jetzt steck ich auch noch fest. Klaus? Jo, ich weiß Bescheid. Ich komm. So, dann wollen wir jetzt erstmal den Hund befreien, ne? So, dann fahren wir mal hier. So. Und dann, Oh, nee. Och. Oh nee, jetzt steck ich auch fest. Gunnar, kannst du mich hören? THW, hier passiert allerlei. THW, wir rollen die Straße frei. Ja, das waren meine wunderbaren Erfahrungen beim technischen Hilfswerk. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Edit mich bei Facebook, da poste ich ab und zu auch nochmal andere Videos als auf dem YouTube-Kanal. Schaut bei meinem Blog vorbei und ich tüftel derweil mit meiner Kamera rum und ihr schaut euch hoffentlich bald mal an, was daraus entstanden ist.